Willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Hier unten soll es einen Schatz geben. Mal gucken, ob wir hier was finden. Oha. Hier. Oh. Das ist... Mein Gott, das ist die Schatzkammer von Michel Rouge. Nein, Michel Rouge Schatzkammer. Unfassbar. Du hast keine Ahnung, wer das ist, oder? Nicht die geringste. Er war Assassine. Vater hatte ein Buch von ihm. Angeblich fand er einen riesigen Schatz in der Nähe von Bath und wurde dann verrückt. Er versteckte ihn unter London und seine Schatzkammer konnte nur mit speziellen Spieluhren geöffnet werden. Spezielle Spieluhren. Was ist daran verrückt? Ach du meine Güte. Es gibt also 30 Geheimnisse hier. Ach du meine Güte, ich ahne. Wir müssen erstmal alles finden. Bevor hier irgendwas... Schön, wieder was zum Suchen. Jawohl, raus hier. Erstmal raus. Nium. Jups, jups, hoppa. Schön. Der Greifhaken ist toll. So. Dann gehen wir da hin. Obwohl, halt, stopp. Oder? Ach, wir holen uns erstmal hier den Aussichtspunkt. Damit wir es hier mal ein bisschen aufdecken können. Und tschüss. So. Oh. Na gut. Dann halt so. Hopp. Zack. Ups. Hopp. Nein. So. Okay, und wie? Schwupp. Zack. Ach ja, schön, dass man nicht immer runter und wieder hochklettern muss. Das macht das doch wesentlich angenehmer hier. So. Jums. Fühlt sich neue Datenbank-Einträge. Herzlichen Glückwunsch. So. Templer jagt.
Kopfgeldjagd. Kinderbefreiung. Wow, was hat... Hier gibt es viel zu tun. So. Vorwärts da unten drin landen. Hier sind wir. Oh, empfohlen Level 6. Ist jetzt alles Level 6 empfohlen, ne? Gucken wir uns das mal an. Angekommen. Hui. Oh Mann. Mach, ist das schön mit dem Haken hier. Einfach überall rüber. Nee, jetzt haben wir dasselbe hier. Wie witzig. Okay. Das hier ist empfohlene... Ah genau, hier sollen wir auch hin. Dahin. Entschuldigung, ich bin einmal komplett in die falsche Richtung gelaufen. So. Naja. Sollte eigentlich recht schnell gehen. Wo ist es denn? Können die auch noch auf Bäume klettern? Okay. Da ist es. Was ist dieses Zahnrad hier? Was haben wir hier gefunden? Ah, hier hinten ist noch was. Schläger verjagen. Ah.
Ach, das waren fünf Massenereignisse haben wir. Hältst du dich da drüben denn für sicher? Und tschüss. Jum. Entschuldigung. Ups. Okay. Komm, den Sprung schaffst du. Also. Hopp. So. Jum. Schon. Furchtbarer Unfall auf der Holyhead-Linie. Führerloser Güterzug kollidiert mit. Hier haben wir auch noch was. Wo ist es? Da drauf liegt es. Okay, nehmen wir es einfach von hier. Okay. Was ist so da? Hallo. Alles auffüllen. Danke. Verdammter Sau, du mal Bastard, komm her! Er hat doch gesagt, wir sollen herkommen, aber ich habe was falsch verstanden. Das ist ja nicht mehr, oder? Hopp. Hier steht das echt bis hier mit dir. Auf dem Ah, egal. Auf dem Schiff ist was. Das will ich haben. Das kriegen wir. Das kriegen wir. Komm, 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 komm. Wir kriegen es nicht? Nee. Na, dann beim nächsten Mal. Wir haben auch was, das kriegen wir aber. Sind doch anonym. Ja, ich habe noch ein paar letzte Worte und zwar tschüss. Aua. So. Zack. Zack. Und auf Wiedersehen. Bei der hängt er ja toll. Platsch, weg ist er. Was stand da gerade? Kiste werfen?
Eieiei. Na gut, dann klauen wir hier mal was raus. Her damit. Wir müssen sowieso noch ein bisschen hier rüber. Zack, 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 zack. So. Ui. Was stand hier gerade? Wir müssen hier rüber. Danke, hallo. Hopp. So. Schwupp. Jeppa. Das ist nicht gut. Warum springst du nicht stattdessen in Zug-Safe ist voll. Ach, wir haben wieder ein Safe. Komm, 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 komm. Na gut, wir haben also wieder ein Safe im Zug. Gut zu wissen. Jetzt sind wir drüben. Wenn du weitermachst, kriegst du meine Faust zu spüren. Das ist nah genug. Komm ja nicht näher. Schlimmer noch. Du machst die Menschen innerlich kaputt. Lady, ich verdiene hier nur meinen Lebensunterhalt. Mein Mann dachte, dein Wundermittel hier würde seine Lethargie heilen. Sieh ihn dir an. Was ist denn hier los? Starks Beruhigungssirup gleich hier! Er trinkt nichts anderes. Dein Sirup ist ihm zu Kopf gestiegen. Er macht ihn ganz stumpfsinnig. Hey, pass auf. Du verschreckst mir noch meine Kundschaft. Warum verpisst du dich nicht? Sonst gebe ich dir was, was du so schnell nicht vergisst. So geht das aber nicht, du Quacksalber. Was ist hier los? Ah, zieh Leine. Wenn Sie mich entschuldigen, Madam. Was willst du denn von mir? Komm schon. Na gut. Wo ist er? Zack. Warum rennen eigentlich alle immer weg? Oh. Da hinten ist er. Da läuft er. Gleich haben wir dich.
Hoppa. Ich steck dich in den Kerker. Sag mir, wo dieser Beruhigungssirup herkommt. Ich weiß nur, dass sie ihn jeden Tag ausliefern. Zwischen den Gasometern und der Anstalt. Ah. Lauf schön weiter. So. Es könnte eng werden. Passt aber. Hopp. Oh, 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 oh. Ja. Achtung! Ruhig! Okay, man kann beim, während das Pferd noch läuft, kann man also nicht absteigen. Komm schon, beweg dich. Warum haut eigentlich alles immer direkt vor uns ab? Los. Lauf, du. Auf geht's. Nicht so schnell. Dann finden wir mal heraus, wo dieser Sirup gemacht wird. Ich reiß dich ein zwei. Ich lass dich nicht aus deiner Sicht auf ihn. Meine Güte, auf dem Dachkämpfen ist aber auch doof. Das geht doch gar... Also... Das müssen wir nochmal machen. Im nächsten Part, Freunde. Also, bis dann und ciao.